Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Vielen Dank für das Interesse. Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Thema eben interessiert gezeigt haben. Ich darf mich ganz besonders bedanken für die äußerst angenehme Zusammenarbeit mit Herrn Michael Andechslinger, der das CLV-Team sozusagen hier vertreten hat, und war eine sehr angenehme Korrespondenz. Unsere erste Kontaktaufnahme war im Februar und wie schon von Moderatorin kurz hingewiesen wurde, wenige hätten es wahrscheinlich geahnt, wie verdammt nahe er uns noch rücken würde auf menschlicher und auch vor allem auf sicherheitspolitischer Ebene. Und genau da möchte ich einhaken. Was sind die Hintergründe? Und vielleicht kann ich auch die eine oder andere Aussicht anbieten. Es bietet sich der perfekte Übergang zu der wunderbaren musikalischen Darbietung an. Und ich darf mich auch von meiner Seite bei allen Künstlern, bei allen Menschen, die mitgewirkt haben hier an diesem Rahmenprogramm. Es ist die Brücke zu dem, was ich gleich sagen möchte, und darf vielleicht um die Einschaltung der ersten Folie bitten, nämlich meine favorisierte These, wenn es um das Verständnis im Verhältnis Orient und Okzident geht, ist, der Erste Weltkrieg ist noch nicht zu Ende. Die Grenzen, die Territorialaufteilung, die nach 1918 erfolgte, ist jene, die gegenwärtig teilweise in Auflösung begriffen ist. Und darauf möchte ich ein bisschen eingehen, vielleicht auch als eine kleine Zwischenparenthese-Geschichte, Rückblick. Und für viele von Ihnen, Sie müssen sich damit einfach auch im Unterricht beschäftigen, den Jugendlichen, den Kindern zu erklären, warum ist dort Krieg und warum beschäftigt er uns. Ich erinnere mich sehr gut an eine erste Begegnung mit einem 5-6-jährigen Stöpsel in Jerusalem Anfang der 80er Jahre, als ich dort in einem Hospital einmal arbeitete. Der erklärte mir voller Inbrunst die Balfour-Deklaration, also das Versprechen der britischen Regierung an die damalige zionistische Bewegung, eine jüdische Heimstätte in Palästina zu schaffen. Und das ist der diplomatische Meilenstein für die Gründung Israels gewesen. Und dieser 6-7-jährige kleine Bub erklärte mir das, als wäre es gestern gewesen, als wäre er dabei gewesen, was wiederum zeigt, wie stark bestimmte Narrative nachwirken und dass einfach das, was vor 100 Jahren passierte, uns heute eben auch in voller Wucht beschäftigt, uns gewisserweise um die Ohren fliegt. Und in weiterer Folge möchte ich auch auf zwei Kriege eingehen, die in den letzten Jahren vom Westen in den Nahen Osten hineingetragen wurden, die teilweise auch von europäischen und vor allem auch von österreichischen veröffentlichter Meinung, politischer Meinung mitgetragen wurden, nämlich der Irakkrieg 2003 und die Libyen-Intervention 2011. Beide wurden im Namen der Demokratie und der Menschenrechte getan und beide haben zu verheerenden Situationen in diesen beiden Ländern geführt. Und daher halte ich persönlich auch sehr wenig von weiteren Kriegsführungen, sondern man sollte vor allem wirklich im Sinne der Verantwortung des jeweiligen nationalen Jurisdiktion sich vor allem kümmern, was stimmt nicht innerhalb der eigenen Grenzen. Und wir haben das gesehen bei den Terroranschlägen in Paris, bei den Terroruntersuchungen in Belgien und auch in vielen anderen Ländern. Der Hass vieler in Frankreich, in Belgien, in Deutschland aufgewachsener junger Menschen, die die Sprachen sprechen. Die Sprache ist oftmals hier gar nicht das Problem, aber die aus bestimmten Gründen einfach die umgebende Bevölkerung hassen und eben entsprechend versuchen, hier terroristisch vorzugehen. Das sind gewaltige Herausforderungen, die sind aber in erster Linie sicherheitspolitisch und auch mit entsprechenden strafrechtlichen Maßnahmen jeweils auf den nationalen Staatsgebieten zu lösen, nicht durch weitere Kriege, die in den Nahen Osten hineinzutragen sind. Angesichts schon der Zahlen, dass wir von wahrscheinlich 30.000 bis 40.000 Dschihadisten, also Ausländern, die nach Syrien hineingehen, um dort zu morden. Ich war vor einigen Monaten das letzte Mal wieder in Syrien. Letzte Woche bin ich aus Beirut zurückgekehrt. Mir sagen dort immer wieder Menschen, bitte sagt euren Leuten in Europa, euren Muslimen, sie sollen nicht zu uns kommen, um uns unsere Kultur und unser Land zu zerstören. Ja, der Erste Weltkrieg. Die Karte, kann ich kurz? Der Erste Weltkrieg ist eben insofern noch nicht zu Ende, als die Aufteilung der osmanischen Konkursmasse, also der Erste Weltkrieg war voll im Gange, es war aber schon in gewisser Weise klar, dass es hier zu territorialen Verschiebungen kommen würde.
und die beiden Diplomaten, der Brite Mark Sykes und der Franzose Georges Picot, führten eine Geheimkorrespondenz im Jahr 1915, also vor genau 100 Jahren, dergemäß sie die Region aufteilen wollten. Das lila Schaffrierte hier links oben wäre die französische Einflusszone gewesen. Hier vielleicht auch kurz anzumerken, was aus schulischer Sicht interessant ist. Frankreich verfügte seit dem 18. Jahrhundert über hunderte Schulen und Universitäten, also die Assis Française im Sinne von, man bringe den Menschen Französisch bei und man verteile französische Literatur und die Welt werde eine bessere werden. Das war der damalige Zugang zur Region und Frankreich war eigentlich seit dem 16. Jahrhundert über verschiedenste diplomatische Kontakte, die sogenannten Kapitulationen der Region, sehr, sehr eng verbunden. Die Briten, Sie sehen das grün schaffrierte auf der unteren Seite der östlichen Karte, die Briten hatten weniger dieses zivilisatorische Interesse an der Region, schon damals, und das gilt in viel verstärkterer Form noch für heute. Aus Londoner Sicht war es der, und ist es, the Middle East, aus fast allen kontinentaleuropäischen Sprachen, Französisch, Proche-Orient, Proxim-Orient im Italienischen und eben im Deutschen, der Nahe Osten, und daher auch der trefflich gewählte Titel, der uns so Nahe Osten, er ist uns einfach verdammt nahe, geografisch, wie auch eben gegenwärtig menschlich und sicherheitspolitisch. Die Briten hatten eigentlich in der Region nur vor, hier eben Handelsniederlassungen. Sie schufen aus verschiedensten Stämmen, die sie auch etwas abschätzig Tribes with Flags, also Stämme mit Flaggen nannten, diese kleinen Statelets, die wir heute als Kuwait, Emirate kennen, Katar und so weiter. Ihr wesentliches Interesse war an sich darauf gerichtet, durch den Suezkanal, also Free Passage through Suez, to India, die Perle des britischen Kolonialreiches, das ja ab 1947 mit dem Ende der Kolonialherrschaft in Indien begann seinen Zusammenbruch. Das war für sie das wesentliche Interesse. Die Franzosen, wie gesagt, hatten hier ein viel stärkeres zivilisatorisches, schulisches, universitäres Interesse. Ich selbst unterrichte unregelmäßig an der Université Saint-Joseph. Das ist eine jesuitische Stiftung, die aber immer überkonfessionell, also Studierende aus allen Konfessionen des Libanons und auch jenseits des Libanons immer wieder in ihren Lehrveranstaltungen vereinen konnte. Es gibt übrigens ein sehr charmantes Buch des libanesischen Schriftstellers Amin Maalouf, Le Rocher de Tanyos, der Felsen von Tanyos, in dem er auf eine sehr einsichtige Weise beschreibt, die Konkurrenz der schulischen Einrichtungen, die die Briten, die die Franzosen, die die Italiener in die Region brachten. Die Briten versuchten über protestantische Colleges, andere Schichten jenseits der katholischen Maroniten, der griechisch-orthodoxen Melkiten und so weiter anzusprechen. Sie wollten einen neuen, säkulareren Zugang zum Unterricht. Ein Resultat dieser schulischen Bemühungen ist bis heute die American University of Beirut, die aus einem protestantischen College hervorging. Bloß hat sich mittlerweile auch in diesem einstigen Hort säkularer, schulischer, universitärer Ideale mittlerweile eine Tendenz zeigt sich. Ich war eben vor 2 Wochen, habe ich einen ehemaligen Kollegen getroffen, der dort noch Philosophie unterrichtet. Und mittlerweile wird auch hier Teile der Studentenschaft, der Unterrichtenden, der Professoren werden angezeigt, denunziert, wenn sie nicht entsprechend den Ramadan einhalten. Also selbst an der American University of Beirut verändern sich gesellschaftspolitische Einstellungen in einer Vehemenz, die eigentlich tiefen Grund zur Sorge gibt. Die Grenzen, die wir also hier sehen, wurden es nicht. Sie sehen auch noch dieses orangene Fleckchen. Das wären eben, das ist das heutige Israel-Palästina in verkleinertem Umfang. Die heiligen Städten wollte niemand, also diese heiße Kartoffel von Nazareth bis Jerusalem, wo sich auch gegenwärtig im Rahmen dieser als Al-Aqsa-Intifada bezeichneten neuen Konfrontation, vielleicht dritten Auflage einer Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern, genau das zuspitzt. Nämlich, dass aus einer nationalen Konfrontation zwischen Israelis und Palästinensern mittlerweile eine religiöse Konfrontation, Judentum versus Islam wurde, der sich auf diese paar Quadratmeter des Felsendoms zuspitzt, also von wegen der Forderung der Muslime,
dieser Welt, die also den Wunsch haben und damit eben auch ihre Kriegsführung im Nahen Osten entsprechend bestimmen. Marsch auf Jerusalem, wir wollen beten in der Al-Aqsa-Moschee, das ist eben ein Zugang. Die jugendlichen Terroristen, die heute mit Küchenmessern und Kartoffelschälern unterwegs sind, oder die Älteren, die mit einem Auto einfach eine Amokfahrt unternehmen, wie wir es ja auch in Europa mehrfach jetzt gesehen haben, also auch das Auto als Waffe, das eingesetzt wird, um eben im Sinne, wie es auch das Kalifat des Islamischen Staates in einer Weisung letzten Jahres herausgegeben hat, also Ungläubige kann man auch mit dem Auto niederfahren, indem man beispielsweise in eine Fußgängerzone hineinfährt, um eben hier entsprechend eine große Zahl von Menschen zu verletzen oder zu töten. Ist mehrfach passiert in Europa, in Kanada und passiert eben gegenwärtig auch fast im Wochenrhythmus in Israel. Die heiligen Stätten wollte, wie gesagt, niemand, davon wollten alle die Finger weg, aber genau dort spitzt es sich natürlich wieder zu. Es wurden nicht diese Grenzen, die sich eben die Kolonialmächte so ausgedacht hatten, es wurden andere Grenzen, nämlich diese rechte Hand sehen, das sind die noch vorhandenen Staatsgrenzen, und diese folgten letztendlich Pipelines. Also ich verweise auch mal wieder gerne darauf, man kann den Nahen Osten nicht denken, ohne die Energiedimension mitzudenken. Und der Erste Weltkrieg war der erste Krieg, der im Namen von Mobilität, von benzingetriebener Mobilität geführt wurde. Es starben zwar neben den 16 Millionen Menschen auch 30 Millionen Pferde, aber es waren bereits die ersten Luftschlachten, es fanden die ersten U-Boot-Schlachten statt, und das Erdöl hatte einfach seine Rolle in diesem Krieg. Daher war die wesentliche Lektion, die die Sieger wie die Besiegten gleichermaßen zogen, physischer Zugang zu den wesentlichen Ölfeldern. Wo befanden sich diese damals und wo befinden sie sich heute immer noch? Das ist der Nordirak, und Sie sehen hier also die Grüne, das große Grüne ist der Irak, so wie er 1923 im Zuge eben einer Mandatsgrenzenziehung zwischen Großbritannien und Frankreich, die bis Mitte der 1940er Jahren die Kolonialmächte in dieser Region waren. Die Grenzen folgten nämlich jener Pipeline, die von Mosul im Norden des Iraks, des britisch kontrollierten Mosuls, in das britisch kontrollierte Haifa, heute Hafenstadt Israel, damals also britisch kontrollierter Hafen, gezogen wurden. Also kurz gesagt, zuerst wurden die Pipelines gezogen, dann folgten die Staatsgrenzen. Als im Juni 2014 die Bewegung des Islamischen Staates, und ich lasse das so genannt ganz bewusst weg, so bezeichnen sie sich selbst und als solche sind sie auch zu bezeichnen, das Kalifat des Islamischen Staates sich proklamierte und darauf hinwies, wir haben die Grenzen von Sykes-Picot bezogen, also weggeschafft. Sykes-Picot, wie gesagt, stimmt nicht ganz. Es war in San Remo an der italienischen Riviera, wo sich die Ölbarone trafen und eben im Namen dieser energiepolitischen Interessen die Region neu aufteilten. Und ich verweise insofern darauf, weil ich auch vorhin kurz angesprochen habe, es ist nicht nur der Erste Weltkrieg noch nicht zu Ende, es fliegt uns gegenwärtig auch der Irakkrieg von 2003 heftig um die Ohren. Und all jene Menschen, die 2002 auf die Straßen gingen und sagten No Blood for Oil, die hatten vollkommen recht. Der Krieg wurde um den physischen Zugang zu den Ölfeldern im Irak geführt. Eine wichtige Ölstadt im Irak ist Mosul, und als diese eben vom Islamischen Staat 2014 erobert wurde, hat das die Welt, habe ich den Eindruck damals gehabt, fast mehr erschüttert als die Zerstörung des Kulturerbes von Palmyra, wo offenbar keinerlei militärische Möglichkeit bestand, was ich nicht ganz verstehe, die Sprengung dieser archäologischen und von syrischen Archäologen in den letzten 30, 40 Jahren sehr wohl umfassend renovierten, sanierten Anlage zu verhindern. Der Chefarchäologe wurde entführt, gefoltert, enthauptet und seine Leiche zur Schändung in Palmyra aufgehängt. Es verschwinden hier oftmals Fiktion und Realität. Wenn ich mir so manche in der Türkei produzierte Vorabendserie ansehe, wo genau auch hier wieder der Widerspruch zwischen Gläubigen und Ungläubigen und wer bestimmt, wer die wahren Gläubigen sind, und mir das dann ansehe, was ich eben in den diversen
Kommunikationsvideos, weil wir haben keine Berichterstattung über den Nahen Osten. Es wird immer wieder kritisiert, die mediale Berichterstattung aus dem Nahen Osten. Ich darauf hinweisen, es gibt keine Berichterstattung seit den letzten Jahren mehr. Die letzten Journalisten, die unterwegs waren, wurden entweder entführt oder enthauptet. Das heißt, es ist hier nur mehr Kommunikation im Gange, ein Phänomen, das sich nicht auf den Nahen Osten beschränkt. Der Leiter der Kommunikationsabteilung des Islamischen Staates selbst ist ein Absolvent des Massachusetts Institutes of Technology, also sicherlich kein Loser, keiner dieser armen Außenseiter, wie man immer wieder sagt, das wären die Verlierer der Gesellschaft. Er hätte sich vielleicht auch eine andere Tätigkeit suchen können, hat aber diese gewählt. Und es ist hier natürlich eben auch ein Propagandakrieg im Gange. Die Problematik dieser Grenzziehungen, wie gesagt, ist jene, die uns heute um die Ohren fällt. Und ich darf um die Einschaltung der zweiten Folie kurz bitten. Hier sehen Sie das selbstdeklariert, die dritte. Ich habe da eine kleine Verwechslung, vielleicht nennen Sie mir kurz die dritte, genau. Dankeschön. Das grenzüberschreitende Kalifat, eben in dem sich diese irakisch-syrische Grenze bereits nicht mehr vorhanden ist und wo wir etwas haben, was mir persönlich ein gewisses Unbehagen verschafft, nämlich die Auflösung von Staaten, von Staatsgewalt und die Ersetzung von Territorialstaaten, so wie sie eben die Kolonialmächte in die Region exportierten, sicherlich nicht anerkannt zu Beginn, aber es hat sich dann doch so etwas wie ein syrischer Staat, es hat sich so etwas wie ein irakischer Staat, allen Widrigkeiten zum Trotz, zu den Zeiten des säkularen arabischen Nationalismus durchgesetzt. Das, was wir heute sehen, ist, es wird der Territorialstaat ersetzt, wiederum durch eine Gemeinschaft der Gläubigen, also die Umma, die nicht mit Nation oder Staat übersetzt werden kann. Umma kommt von Umm und Mutter und ist vielmehr eine Gemeinschaft, die sich durch eine soziale Verbindung, in dem Fall eben die der religiösen Zugehörigkeit, definiert. Also wo immer ich als Gläubiger auftrete, ob ich jetzt in Manchester, Jakarta, Bagdad oder wo auch immer bin, ich bin Teil dieser einen großen Gemeinschaft. Und die Attraktivität, die der Islamische Staat ausübt auf, ob jetzt Gläubige oder zum Islam Konvertierte, ist natürlich auch diese. Das Kalifat, das hier wieder entstanden ist, das territorial verankert ist, das bestand seit 1923, seit der Auflösung durch Kemal Atatürk, nicht mehr. Es wurde viel darüber diskutiert, es wurde herbeigeträumt, herbeigeschwärmt, es hat nicht existiert, also diese hierarchische Spitze, die die sunnitischen Muslime seit 1923 vermissen. Die Schiiten haben sie in Form verschiedenster Ayatollahs in der Schia, die also auch teilweise einen territorialen Radius haben. Das gilt vor allem also im Iran und auch im Libanon. Hier kam es also zu einem Verlust dieser hierarchischen Spitze. Und das, was den anderen nicht gelang, das gelang dem Kalifen von Bagdad, also dem Anführer jener Gruppierung, die sich im Vakuum des 2003 zerstörten Iraks bildete. Ich gehöre zu jenen Stimmen, die 2002, 2003 vor diesem Kriegsgang warnten. Es ist nichts vom Himmel gefallen. Das ist nicht das Böse, wie der Papst, also so etwas meiner Erachtens völliger Ignoranz der Verhältnisse, meint. Es gibt in der Geschichte Ursache und Wirkung und wir haben hier eine Zerstörung des Landes. Wir hatten eine Auflösung der irakischen Armee 2003 und in dieses Vakuum hinein sind einfach Kräfte gekommen, die sich weiterhin radikalisierten, die teilweise in denselben Gefängnissen oder Anhaltelagern der Amerikaner waren, dort ihre Führungskreise bildeten und der Islamische Staat wurde lange unterschätzt, was vor allem auch seine militärische Schlagkraft anbelangt, einfach deswegen, weil man unter anderem eine Armee zerstörte 2003 und sich auch hier verschiedenste Brigaden neu formierten und eben Teil dann eben dieser Bewegung wurden. Das Kalifat hat insofern eine Sogwirkung auf Dschihadisten aus aller Welt. Wir haben aus Österreich einige Hundertschaften. Ich persönlich verstehe es nicht, warum man hier nur beobachtet und nicht stärker durchgreift. Es gibt einige mutige Richter, die in ihren Prozessen ziemlich klare Worte gefunden haben. Es reicht meines Erachtens auch nicht aus, das Ganze nur psychologisch zu betrachten. In dem Moment, in dem ich mich einer anderen Armee, einer anderen militärischen Gruppierung anschließe, bin ich strafrechtlich habe ich einen strafrechtlichen Übertritt begangen. Wir haben...
Ich nenne manchmal diese Personen, die sich hier beteiligen, das mag jetzt etwas sarkastisch klingen, aber All-Inclusive Terrorists, in Anlehnung an die All-Inclusive Tourists, die teilweise nicht wissen, wo auf der Landkarte sie sich befinden. Mir hatten syrische Kollegen geschildert, sie verhafteten 2012 in Homs pakistanische oder indische Dschihadisten, die meinten, sie wären in Israel und würden Juden töten. Also sie wussten nicht einmal, wo auf der Landkarte sie sich befanden. Sie haben vielleicht gehört von den beiden bosnischstämmigen Mädchen, die in Salzburg am Bahnhof Zugskarten einlösen wollten, um in den Islamischen Staat zu fahren. Also wenn das alles nicht so tragisch wäre, dann wäre es ja fast amüsant. Aber das ist Teil einfach unserer Problematik, mit der Sie im Unterricht natürlich auch konfrontiert sind, weil die Sogwirkung, die Attraktivität ist da. Ich vergleiche das ein wenig und ich möchte nichts mit diesen ganzen neuen Gruppierungen der Dschihadismus-Expertise zu tun haben. Ich persönlich fühle mich viel wohler, viel mehr aufgehoben in der energiepolitischen Expertise, mit der ich meine wesentliche Arbeit leiste. Aber wie gesagt, alles hängt mit allem zusammen. Zugang zu Erdöl bedingt Kriege im Nahen Osten und diese fallen uns dann ab einem bestimmten Zeitpunkt auf den Kopf. Aber wir haben natürlich, wenn man sich in die Schuhe der jeweils Betroffenen versetzt, die Situation, dass hier eine Sogwirkung dahingehend besteht, man kann hier an einer neuen Gesellschaft mitwirken. Also vielleicht so ein wenig an die 20er Jahre erinnernd, viele Idealisten der damaligen Zeit, die meinten in der Sowjetunion eben eine neue Gesellschaft, eine antifeudale Gesellschaft der Gerechtigkeit, des Idealismus aufzubauen, wobei das damalige Ideal sicherlich um einiges konstruktiver war, was man, wenn man sich ein wenig informiert, also zum Islamischen Staat, das kann mir keiner sagen, er hätte nicht gewusst, was sich dort abspielt. Es gibt genug Informationen, um zu wissen, also welches Terrorregime geführt wird, nämlich hier aber trotzdem diese Sogwirkung, hier wird, sage ich einmal, ein Homo Novus Islamicus vielleicht aufgebaut. Dass die Entstehung des Islamischen Staates auch vor dem Hintergrund des Irakkrieges von 2003 ein wenig zu verstehen, der Führer der Al-Qaida im Irak, ein Jordanier namens Musab Sarkawi, und für mich nicht auch überraschend, dass er aus Jordanien kommt, weil auch Jordanien hat ein riesiges Problem mit seinen eigenen islamistischen Fanatikern. Hier wird vieles unter der Decke gehalten, aber das kann auch dort jederzeit zum Ausbruch kommen. Musab Sarkawi jedenfalls spaltete sich von Al-Qaida im Frühjahr 2004 ab, 2005, mit dem Hinweis, ihr geht global, ihr Al-Qaida macht eure globale islamische Weltrevolution. Wir hier im Irak, wir wollen uns konzentrieren auf die Kerngebiete des arabisch-islamischen Großreiches, so wie es eben zu Zeiten des Propheten und nach seinem Tod expandierte. Hauptstadt Damaskus, zweite wesentliche Stadt Bagdad. Also das Umayyaden- und das Abbasidenreich in gewisser Weise wiederherzustellen, aber das in einer permanenten Expansion, weil die Abkürzung auf Arabisch, also Bilad al-Sham, das bedeutet sehr viel, das geht eigentlich von der Adria hinunter bis nach Nordafrika und wir sehen ja mittlerweile haben sich auch in den Untergrund abgewandelte Muslimbrüder aus Ägypten dem Islamischen Staat angeschlossen. Und Ägypten hat mit dieser Problematik genauso zu kämpfen, die Anschläge auf dem Sinai, wie auch 2011 durch die humanitäre Intervention, auch hier wieder im Namen der Menschenrechte. Ich habe mich damals heftigst gegen diese Intervention geäußert, wurde dafür auch heftig attackiert, aber sie hat einfach zum Resultat gehabt, dass auch in Libyen ein gewaltiges Vakuum entstanden ist und dass der Islamische Staat dort eben entsprechend Fuß gefasst hat. Wie gesagt, nicht, weil von Bagdad oder von irgendwelchen Hochburgen der Islamisten ausgehend das so beschlossen wurde, sondern weil sich diese Terror-Untergrundbewegungen aus freien Stücken im Sinne eines Art Franchising eben dem IS angeschlossen haben. Es geht unter anderem hier auch um einen fast mythischen Kampf um die alte Hauptstadt Damaskus.
Also Damaskus hat einfach in der arabisch-islamischen Geschichte, in der Erinnerung eine ganz, ganz spezielle Rolle. Wer von Ihnen vielleicht einmal die Gelegenheit hatte, Damaskus zu besuchen, es ist in meinen Augen neben Aleppo die letzte wirklich orientalische Stadt gewesen, in der die Menschen zu Fuß gegangen sind. Etwas ganz anderes als die Supermärkte der Wüste wie Dubai und Abu Dhabi, wo aber manche meinen, sie müssen also unbedingt zum Shopping hin. Diese Dubaisierung ist auch Ausdruck natürlich des Ölreichtums, und ein Land wie Katar spielt hier eine ganz besonders fragwürdige Rolle, sowohl in der Zerstörung Libyens als auch in der Zerstörung Syriens. Aber ein solches Land hat einfach auch aufgrund seiner Staatsfonds, aufgrund seiner Investitionen mittlerweile einen sehr, sehr weitreichenden Einfluss in vielen europäischen Hauptstädten. Ich denke da unter anderem an Paris, wo einfach auch eine Veränderung oder eine, sagen wir mal, ein Mittragen gewisser Vorstellungen auch der Golfstaaten erfolgt, wo vielleicht gegenwärtig unter dem Eindruck des Terrors, und Katar und die Türkei haben den Terrorismus in Syrien stark mit aufgebaut, stattfindet. Die Türkei hat sich zwar im August offiziell abgewandt und hat gesagt, auch wir wollen den Islamischen Staat bekämpfen, bloß sind da viele, viele Risse in der türkischen Gesellschaft, und ich persönlich sehe mit Entsetzen den Kniefall, den die Europäische Union gegenwärtig tätigt vor der Regierung Erdogan, indem sie also zu Konzessionen bereit ist, die uns auch noch auf den Kopf fallen werden, weil türkische Kollegen haben schon... Ja, ich freue mich, dass Sie das teilen. Ich glaube, es haben viele Menschen ein Unbehagen, und ich habe selten so einen Riss durch unsere Gesellschaft gehen gesehen und eine solche Entfremdung, Entfernung zwischen dem, was auf Entscheidungsebenen passiert, und zwischen den Betroffenen, wo man immer weniger den Eindruck hat, Bürger zu sein als... Ja. Und da ist ein Kniefall im Gange, der meines Erachtens auch, wenn man, ich sehe es als einen Verrat der gerne zitierten Werte von wegen Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Redefreiheit, just an dem Tag, als also dieser Aktionsplan mit der türkischen Regierung unterzeichnet wurde, wurde ein anderer, weiterer Chefredakteur in der Türkei verhaftet, weil er es gewagt hatte, also die Regierung zu kritisieren. Die Türkei ist das Land mit der höchsten Zahl an politischen Häftlingen in unmittelbarer Nähe. Und wenn sich die Dinge so weiterentwickeln, dann fürchte ich, es tut mir leid, wenn ich da etwas pessimistisch bin, aber dass wir vielleicht in 2-3 Jahren wirklich politische Flüchtlinge aus der Türkei haben, die einer islamischen Diktatur der Türkei entfliehen wollen. Das waren türkische Kollegen, die mir das schon vor 4-5 Jahren gesagt hatten. Ich meinte damals, sie würden übertreiben, weil ich einfach noch mehr die Entwicklung in eine andere Richtung sah. Aber gegenwärtig bin ich also auch entsprechend besorgt angesichts dessen, was sich hier in der Türkei zuspielt. Und um eben noch einmal auf Damaskus zurückzukommen, hier ist ein Kampf im Gange, und wenn Sie eben nur der Filialleiter eines Supermarkts in der Wüste sind, wie der Emir von Katar oder der von Bahrain oder eben ein Millionär in Saudi-Arabien, dann möchten Sie in die Geschichtsbücher eingehen, indem Sie Ihre Spuren in Damaskus hinterlassen. Und ich glaube, dass die Gespräche, so wie sie in den letzten 2 Monaten in Wien stattfanden, auch der richtige Zugang waren. Man hat eben nicht die syrischen Konfliktparteien, die man vielleicht nicht einmal in diesen Saal hineinbrächte, weil mittlerweile sind sie so viele geworden, dass man die Übersicht verloren hat, sondern man hat sich vielmehr dazu entschlossen, die wesentlichen Drahtzieher an einen Tisch zu bringen, und das sind die vorhin genannten Staaten, beziehungsweise natürlich auch die USA und Russland, die eine gewisse Rolle spielen, wobei dazu zu sagen ist, dass die USA sich weitgehend aus der Region zurückziehen möchten. Die USA haben in den letzten 3-4 Jahren eigentlich immer wieder kundgetan, der Nahe Osten kostet uns 90% unserer Nerven, ist aber nur 10% unseres Handelsvolumens. Man möchte sozusagen stärker, die wesentliche geopolitische Herausforderung für Washington liegt im Pazifik, die liegt in der Konfrontation mit der Volksrepublik China. China ist die Nummer 2 als Wirtschaftsmacht.
Aber die Nummer eins, noch Nummer eins, ist der größte Schuldner der Nummer zwei. Und das schafft natürlich auch gewisse Friktionspunkte, die noch eben ausbrechen könnten. Aber das sei nur am Rande angemerkt, weil sich die USA einfach hier aus dieser Region zurückziehen wollen. Es ist, wie gesagt, the Middle East, aus einer Washingtoner Perspektive noch fast ein Far East gesprochen, weil er einfach weit weg ist und Europa bleibt hier zusehends auf dieser Konkursmasse Nahe Osten sitzen. Und die Probleme wurden auch meines Erachtens zu einem relativ frühen Zeitpunkt von Russland entsprechend, ich sage jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht die russische Außenpolitik in ihrer Gesamtheit verteidigen, aber ich möchte eines sagen, dass man in Russland seit März diesen Jahres sich sehr, sehr stark dahinter setzte, sämtliche dieser Drahtzieher heranzuholen. Man hat auch Israel eingebunden in diese Gespräche, um eben sicherzustellen, dass auch an dieser Front nicht Unwägbarkeiten ausbrechen. Man hat Saudi-Arabien, man hat den Iran, man hat Irak an Bord geholt und hat dann ab Oktober diese, also seit zwei Monaten, eben auch militärisch eingegriffen. Ich kann keine Stellung, ich bin nicht dort, ich versuche nicht über Dinge zu sprechen, wo ich nicht selber Augenschein nehme, aber was nun tatsächlich die militärischen Ziele sind, von wem und was wie beschossen wird, ich glaube, da ist sozusagen der Nebel des Krieges, der immer startet, wenn der erste Schuss fällt, und da ist es sehr, sehr schwierig, sich hier ein klares Bild zu machen. Ich möchte von den Karten und von diesen eben Umbrüchen vielleicht noch eines kurz dazu sagen. Diese Auflösung des Territorialstaates ist auch etwas, was mich insofern bewegt und beschäftigt, als hier fast die gesamte westfälische Ordnung gegenwärtig in Frage gestellt ist, nicht nur im Nahen Osten. Die westfälische Ordnung, und ich betone hier das Wort Ordnung, ist nach 1648 eben in Europa zur Grundlage der Neuordnung geworden, nach dem letzten großen Krieg, der ja auch in Oberösterreich entsprechend wütete, und zu Verwerfungen eben auch auf Ebene der Bevölkerung führte. Eben das große Sterben, das in Mitteleuropa halb Europa eben auslöschte, der Dreißigjährige Krieg. In Osnabrück und Münster 1648 einigte man sich auf einen Neuanfang, der auch der Anfang war, damals noch Untertan, später Bürger, in Verbindung über Steuerpflicht und Gewaltmonopol des Staates, das heißt, der Staat hat für die Sicherheit seiner Untertanen zu Beginn, später Bürger, auf dem Staatsgebiet zu sorgen. Dieses Gewaltmonopol des Staates ist gegenwärtig in Frage gestellt, wenn eben Grenzen nicht mehr geschützt werden können. Und die westfälische Ordnung, so wie sie die Europäer als Kolonialmächte, wie gesagt, darf ich nochmals in Erinnerung rufen, exportierte, Landkarten zog mit Lineargrenzen, das ist gegenwärtig eben in Unordnung geraten. Und ich erinnere mich, nach den Anschlägen von Madrid im März 2004 hieß es in einem der Bekennerschreiben, das ist der Anfang vom Ende der westfälischen Ordnung. Mich berührte das damals ziemlich, weil ich mich fragte, wer von denen hat Kissinger gelesen. Also ich habe im meisten in meiner Lektüre von Henry Kissinger gelernt über die westfälische Ordnung. Aber es ist in gewisser Weise, sind diese alten Strukturen, die eben bedeuten Souveränität auf gleicher Höhe, Territorialstaat, nationale Jurisdiktion und vor allem auch das, was viele Menschen in den letzten zwei Jahrhunderten nach Europa brachte, was in gewisser Weise der Anfang der Moderne war, dass man in Europa dank eben dieses Modells, dank Aufklärung, dank vieler mit vielen Opfern errungenen Ordnungen, Neuordnungen, nämlich etwas werden kann, Bürger, Citoyen, unabhängig von meinen religiösen, ethnischen und sonstigen Herkünften. Genau das war es, was ich auch in meiner Studienzeit beobachtete in den 1980er Jahren, das Hauptmotiv, dass Menschen aus Nordafrika, damals auch aus dem Iran, ganz, ganz stark vor dem Hintergrund der Islamischen Revolution nach Europa brachte, die es sehr wohl zu schätzen wusste, dass man hier nach republikanischen Idealen eben im Sinne des Bürgerlichen leben kann. Das hat sich geändert in den aktuellen Flüchtlingsbewegungen. Ich habe das also weil ich mich auch selbst um eine vierköpfige syrische Familie einige Monate kümmerte, gesehen. Es ist sehr viel mehr das religiöse Band, das die Menschen miteinander verbindet.
und dass sie auch nach Europa hereinnehmen und wo es jetzt schon zu größeren Friktionen kommt. Und das werden Sie als im Lehrberuf, damit sind Sie einfach tagtäglich konfrontiert. Ich darf kurz um die zweite Karte bitten, die die Flüchtlingsströme zeigt. Und Sie kennen die verschiedensten Flüchtlingsrouten. Wir alle haben jetzt die Balkanroute seit mehreren Monaten im Munde. Ursprünglich hatten wir in den 80er Jahren vor allem über Gibraltar kommend, also es gab damals Menschen, die mit dem Tretboot, mit dem Ruderboot diese 3-4 Kilometer Straße von Gibraltar, ohne die ja das Mittelmeer ein Teich wäre, versuchten zu überqueren. Wir hatten dann die Flüchtlingsbewegungen eben auch aus Algerien während der 90er Jahre vor dem Hintergrund des damaligen sehr, sehr massiven Krieges, auch mit einigen 100.000 Toten, der in erster Linie die Mittelmeerländer betraf in der damaligen Fluchtbewegung. Daraus heraus, aus diesen Erfahrungen heraus hat die Europäische Union den Barcelona-Prozess, die Europäische Mittelmeerpartnerschaft dann 2008 ins Leben gerufen. Hauptmotiv war dabei immer, wie umgehen mit den Flüchtlingsbewegungen, kann man eben die Menschen in ihren Herkunftsländern halten. Es wurden eben diese EU-Assoziierungsabkommen mit den nordafrikanischen und östlichen Staaten abgeschlossen, die sich nicht als so erfolgreich erwiesen. Und wie gesagt, Hauptmotiv war hierbei immer die Problematik der Fluchtbewegung. Und warum waren Muammar Gaddafi und der tunesische Langzeitherrscher Ben Ali so innige Freunde der Europäer? Weil sie eben auch dafür garantierten, dass Fluchtbewegungen aus der Westsahara, aus Nordwestafrika insgesamt, nicht aus der Westsahara, sondern aus der Sahelzone im weitesten Sinne, wo sich damals schon Klimaflüchtlinge auf den Weg machten, diese in der libyschen bzw. in der tunesischen Wüste zu halten. Diese Anhaltelager wurden auch damals sehr großzügig mit europäischen Geldern gestützt, finanziert. Der Sturz von Gaddafi, das Erste, was er tat, als also die Unruhen ausbrachen, war genau diese Lager öffnen zu lassen. Ich sehe hier eine gewisse Neuauflage unseres Umgangs mit Gaddafi in seiner Megalomanie, wie eben zu dem zuvor geschilderten Problem, wie wir gegenwärtig also die Türkei hier einbinden in diese Frage. Der Emigrationsdruck, der Druck auf sämtliche, der in sämtlichen arabischen Staaten stattfindet, ist zu verstehen, zum einen natürlich vor dem Hintergrund der Repression dieser Langzeitherrscher. Sie erinnern sich, Gaddafi war 42 Jahre an der Macht, Mubarak 35 Jahre. Die Assads sind in gewisser Weise auch schon seit 1971 in Syrien die Machthaber. Aber ein anderer Faktor, der ganz wesentlich dazukommt und den das United Nations Development Programme 2002 in seinem ersten Bericht über die menschliche Entwicklung in der arabischen Welt ganz, ganz stark darauf hinwies, ist der Bevölkerungsexplosion. Als ich in Syrien 1988 kurz studierte an der dortigen juristischen Fakultät, gab es rund 9 Millionen Syrer. Heute zählt die Bevölkerung 24 Millionen. Die Bevölkerung hat sich seit 1985, also in dem Zeitraum 85 bis 2000, wir sind jetzt wieder 15 Jahre später, das war der Beobachtungszeitraum der Demografen des UNDP, verdoppelt. Und es wurde gewarnt in diesem ersten Bericht über die menschliche Entwicklung 2002, Achtung, es kommt eine junge Bevölkerung auf den Arbeitsmarkt, teilweise ausgebildet, teilweise nicht ausgebildet, die gilt es in irgendeiner Weise wirtschaftlich aufzufangen, gesellschaftspolitisch aufzufangen. Dem war nicht der Fall. Wir hatten teilweise also eine Akademiker-Arbeitslosenquote, ich habe jetzt im Kopf nur mehr die auswendig von Algerien, kurz vor dem Ausbruch des Krieges 1991, Akademiker-Arbeitslosenquote von 55%. Und ich halte auch nicht immer über den Vorwurf Education, das ist das, was Sie aus Brüssel und von diversen UN-Organisationen immer wieder hören. Bildung ist eines, aber das Hauptproblem, das ich in der arabischen Welt kennengelernt habe, die letzten 20 Jahre, und das meines Erachtens auch zusehends zu einem Problem auch in Mitteleuropa wird, ist, wie finden Menschen, die über ein Diplom verfügen, die nicht nur über Ausbildung, Bildung, sondern wie finden die adäquate Arbeit, adäquate berufliche Möglichkeiten? Das ist der springende Punkt. Ich persönlich lehne konsequent den Begriff von Job und Karriere ab. Gejobbt habe ich während des Studiums, um mir das Studium zu verdienen.
Ich persönlich war auch nicht in der diplomatischen Karriere, sondern ich war im diplomatischen Dienst, weil es mir darum ging, meinem Lande, dem ich sehr viel verdanke, zu dienen an der Öffentlichkeit. Und ich glaube, hier fängt vieles schon im Kopf an, welche Begriffe wir verwenden, die eben dann das Denken prägen und berufliche Möglichkeiten zu finden für junge Leute. Auch bei aller Ausbildung war bereits ein Problem in den 90er Jahren, den Anfang der Nullerjahre im arabischen Raum, einer der vielen, vielen Gründe, die eben zu den Verwerfungen führten, die letztendlich nebst anderen 2011 eben zu den Revolten führten. Das heißt, der Emigrationsdruck, der stattfindet, dem wäre wahrscheinlich nur dann Einhalt zu gebieten. Weltbankstudie, die vor ein paar Monaten veröffentlicht wurde, sie müssten in diesen MENA-Staaten, Middle East, North Africa, bis 2025 100 Millionen Arbeitsplätze schaffen, um eben diese Bevölkerungsexplosion am Arbeitsmarkt unterzubringen. Allein in Ägypten geht es darum, alle 10 Monate, ein Land mit gegenwärtig über 90 Millionen Menschen, müssten sie um die 800.000 Arbeitsplätze schaffen, um die Leute in Arbeit zu bringen. Ich habe vor 4 Jahren ein Buch herausgebracht mit dem etwas provokanten Titel Testosteron macht Politik, alles groß geschrieben, wo ich auf die Problematik der jungen Männer hinwies, die sich mangels Arbeit, mangels Wohnraum keine Ehe mehr leisten können und die dann einfach als arbeitslose junge Männer ohne Status dastehen und sich auf die Suche nach Status machen. Und das ist einfach auch ein Problem, das wir in Europa zu spüren bekommen. Mir wurde unter anderem, ich bin in keinem der sozialen Netzwerke, aber der Vorwurf gemacht, ich sei rechtsradikal aufgrund solcher Aussagen. Also wir haben heute einen gewaltigen Riss in der Gesellschaft, wo Denk- und Redeverbote bestehen, die mich eigentlich nur sehr, sehr, sehr besorgen können. Aber das sind Fakten, mit denen wir einfach müssen. Übrigens eine der vielen politischen Ziele, die sich Tayyip Erdogan gesteckt hat, er ist jetzt seit kurzem Präsident, will die Türkei von einer parlamentarischen Republik in eine präsidial strukturierte Republik umändern. Wir werden sehen, all die Folgen, aber 2023, da feiert die Türkei dann 100 Jahre Republik, möchte er also einige monumental Werke eröffnen, wie den größten Flughafen der Welt, den größten Unterwassertunnel und so weiter. Und unter anderem hat er Weisung gegeben an die Türkinnen, sie sollen 4 Kinder pro Frau gebären, damit die Türkei im Jahr 2023 100 Millionen Menschen zählt. Also das ist eine der vielen politischen Ziele. Ich darf vielleicht nochmals ganz kurz die Karte bitten, Entschuldigung, dass ich da die Technik nochmal bemühe. Also die Karte, ich bin bei der Mittelmeerroute stehen geblieben, eben die dann brisant wurde nach dem Sturz Gaddafis 2011. Das Erste, was passierte, diese Anhaltelager wurden aufgemacht. Es wurde heute schon gesagt, einer der Vorredner hat darauf hingewiesen, solange es Italien betraf, waren wir nicht betroffen, ja, jetzt auch persönlich, menschlich betroffen. Die Balkanroute ist nicht vom Himmel gefallen. Besonders Fromme gingen seit dem Mittelalter ins Heilige Land zu Fuß, ob das jetzt die Kreuzritter und andere waren. Übrigens auch damals kam es zu großen Zerstörungen auf dem Balkan während der Kreuzzüge. Auch damals wurden Kinder vorausgeschickt, etwas, was wir gegenwärtig in vermehrtem Umfang sehen werden. Und wir sehen eben jetzt, dass man sehr wohl zu Fuß aus Damaskus nach Mitteleuropa gehen kann. Und hier ist etwas meines Erachtens verabsäumt worden, dass man auf die Warnungen, die die verschiedensten, da musste man gar kein Nachrichtendienst sein, das waren UN-Organisationen, das waren viele andere, das waren Korrespondenten vor Ort, die darauf verwiesen, seit Beginn dieses Jahres, Achtung, es machen sich hunderttausende Menschen auf den Weg und man hier einfach nicht rechtzeitig gehandelt hat. Sollte es auch zu einer Stabilisierung Syriens kommen, was ich einmal hoffe und ich würde das nicht ganz ausschließen, weil einfach jetzt vor dem Hintergrund des Übungsgelände Syriens als neues Terrorgebiet ein gemeinsames An einem Strang ziehen besteht, aber
die Syrer machen nur einen Bruchteil der Flüchtlinge aus, die eben über diese Route kommen. Und auch, was man in Erinnerung rufen muss, 30% derer, die sich als Syrer ausgeben, sind zumindest die Statistiken in Deutschland, und ich glaube, sie gelten in Österreich auch ungefähr in diese Richtung, sind nicht Syrer. Es fehlen in den Palästinenserlagern in Jordanien, im Libanon, also ich habe das auch letzte Woche festgestellt, wie ich in Beirut war, habe mit einem UNRWA-Verantwortlichen gesprochen, es fehlen aus Sabra und Shatila 12.000 junge Männer. Es fehlen in Jordanien 56.000 Palästinenser, die sozusagen nicht mehr auf UNRWA-Karte dort sind, sondern die sich auch auf den Weg gemacht haben, die sich natürlich sagen, jetzt oder nie, die aber nicht Kriegsflüchtlinge im engeren Sinne sind, sondern natürlich, sie sind die Nachkommen der Flüchtlinge von 1948, aber nicht die Flüchtlinge der aktuellen Kriege. Selbst wenn es eben zu einer Stabilisierung kommen sollte, wir dürfen eines nicht vergessen, im Irak herrscht einfach auch eben der Islamische Staat, der Irak ist ein Objekt der Begierden, verschiedenster, und wenn es nicht mehr der Westen sein wird und nicht mehr die USA, die also sich hier in dem Umfang bedienen, in dem Raum zwischen Saudi-Arabien, Persischen Golf, Iran, Irak, hier liegen 80% der leicht förderbaren Öl- und Gasquellen, und das macht diese Region so attraktiv. Und wenn es nicht mehr die Europäer sind, dann werden es zukünftig die Asiaten sein, die hier stärker mitmischen. Russland ist übrigens in seiner militärischen Operation in Russland auch mit chinesischer Rückendeckung tätig. Chinesische Marineverbände sind im östlichen Mittelmeer zugegen. Die Chinesen werden einfach nicht zuschauen, wie Syrien ganz zerfällt oder wie der Irak, weil diese Staaten sind auch auf ihrer Landkarte der neuen chinesischen Seidenstraße, wo es also ganz klar auch geht, um eine Entfaltung des nicht nur wirtschaftlichen, der ist ja schon da, sondern auch des außenpolitischen Radius Chinas eben in dieser eurasischen Landmasse, die sich dann bis in den Hafen von Piräus zieht. Das heißt also, wir werden hier mit weiteren Problemen zu tun haben. An das Wort Völkerwanderung fiel bereits. Und als ich in Israel war vor 3 Wochen, wurde ich darauf hingewiesen, es sind zahlreiche Delegationen aus EU-Staaten gegenwärtig in Israel, nicht nur aus Ungarn und Bulgarien, die sich in Israel informieren, wie baue ich eine Mauer. Also es ist absolut grotesk, was sich da abspielt. Das völkerrechtswidrige Mauerwerk zwischen den 1967 besetzten Gebieten und dem Staat Israel wurde zu Recht eben entsprechend völkerrechtlich kritisiert, aber jetzt informieren sich sozusagen auch europäische Regierungen, wie man hier entsprechend mit dem umgehen soll. Ich möchte auf einen gewissen kleinen Lichtblick eingehen, der sich im Nahen Osten auch abzeichnet und der vor allem auch illustriert die Veränderungen, die im Gange sind. Und ich möchte hier nicht das Wort gut oder schlecht oder sonst etwas verbinden. Das sind keine politischen Kategorien. Es geht einfach um eine realpolitische Feststellung dessen, was sich gegenwärtig abspielt. Und hier ist der Iran zweifellos als das neue, sozusagen der neue Akteur, der neue alte Akteur, wenn ich kurz um die Karte bitten darf. Es ist die 4. Karte. Es ist eine Karte, die das Safavidenreich zu Beginn des 17. Jahrhunderts zeigt. Damals der Iran auf seiner größten territorialen Ausdehnung. Und ich habe diese Karte ganz bewusst gewählt, weil der Iran genau heute wieder, dank der Kriege in Afghanistan und im Irak, zu einer gewaltigen Einfluss gekommen ist, der eben in den Irak ganz stark hineinreicht, über die schiitische Verbindung natürlich, wobei man eines immer wieder im Hinterkopf behalten muss, die Iraner sind nicht Araber, sind nicht Semiten. Vielleicht wissen Sie es aus der Geschichtsstunde, aber die Änderung des Namens Persiens in Iran ist nicht 1979 erfolgt, wie manche vermuten, damals wurde es zur Islamischen Republik, sondern 1935, nämlich unter der Verwendung ganz bewusst des Wortes Arian, ja, also einer der vielen alten Namen, und man wollte sich damit auch abheben von der semitischen Umgebung, und genau das ist der alte Antagonismus, der zwischen den arabischen Golfstaaten und eben dem nicht-arabischen, dem nicht-sunnitischen, dem persischen alten Großreich
andauert. Iran, das bedeutet 4000 Jahre Staatsnation, ist also neben China der älteste Staat der Welt, nicht die älteste Kultur. Und hier zeichnet sich eben auch eine Neuordnung der Verhältnisse ab. In fast allen Sprachen bezeichnen wir dieses Gewässer als den persischen Golf, im Arabischen ist es der Khalid al-Arabi, der arabische Golf. Aber hier ist eben auch ein Wettkampf um Einflusszonen im Gange. Und der Iran mischt zweifellos ganz, ganz fest in Syrien mit, über Bodentruppen dort auch. Der Iran ist ein wesentlicher Akteur im Libanon geworden und der Iran, wie gesagt, bestimmt die Geschehnisse im Irak. Und das alles kann noch zu größeren Verwerfungen führen. Saudi-Arabien hat im März diesen Jahres einen Krieg vom Zaune gebrochen, um die Iran-Gespräche zu torpedieren, nämlich mit dem Angriff auf den Jemen. Der Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuzes sagte im September bei einer Pressekonferenz in Genf, der Jemen wurde in 5 Monaten schlimmer und brutaler zerstört als Syrien in 5 Jahren. Wohin flüchten die Menschen im Jemen? Nach Somalia. Sie flüchten, um vor Bomben zu fliehen. Ja? Also sie sind wirklich Kriegsflüchtlinge im engeren Sinne, weil sie einfach dem Bombenterror Saudi-Arabiens versuchen zu entkommen. Und es ist ein Krieg, den das reichste arabische Land gegen das ärmste führt, in dem aber Saudi-Arabien vielleicht noch sein eigenes Vietnam finden könnte. Und hier sind Probleme auch in Saudi-Arabien intern im Gange, die gegenwärtig vielleicht nicht unbedingt auf unserem Bildschirm sind, aber seit dem Tode von König Abdullah zu Beginn dieses Jahres, der mit 92 dann letztendlich von dieser Welt ging, sein Nachfolger ist auch schon älteren Semesters, es dirigiert in gewisser Weise ein Geriatriezentrum, eine sehr, sehr junge Bevölkerung, ist weit entfernt von der Wirklichkeit. Wir haben in Saudi-Arabien eine der höchsten Geburtenquoten weltweit. Wir haben auch eine sehr, sehr hohe Jugendarbeitslosigkeit. Und ich komme jetzt nochmals zurück zu meinem eigentlichen Thema, mit dem ich auch angefangen habe, nämlich der Bedeutung des Öls. Bei einem niedrigen Erdölpreis, der uns alle freut, die wir vielleicht von der individuellen Mobilität abhängig sind oder auch die Inflation nicht anheizt, aber ein niedriger Ölpreis ist für ein Land wie Saudi-Arabien und einige andere ein Problem, weil dann können sie ihr Wohlfahrtsgefüge im Sinne von Austeilen gewisser Goodies zur Ruhigstellung der zornigen jungen Bevölkerung nicht mehr lange anhalten. Und da sind eben auch verschiedenste Entwicklungen im Gange, die noch interessant sein werden. Und wenn es, wie gesagt, nicht der Westen ist, der hier seine Tankstelle hat, dann werden es zukünftig chinesische, indische, südkoreanische Akteure haben. Ich komme jetzt langsam zum Ende und möchte noch auf etwas eingehen, von dem ich meine, dass das für Sie als in ihrer Rolle im Unterricht einfach auch wichtig ist. In ihren Leitlinien, die ich zu Beginn unserer Korrespondenz erhielt, ist auch ein Zitat von Martin Buber, nämlich von der Gebundenheit zur Verbundenheit zu kommen durch Bildung, also dieser berühmte Kernsatz von Martin Buber, vom Du zum Ich zum Wir, also das Zwischenmenschliche, das so entscheidend ist. Ich durfte während meines Studiums in Jerusalem noch Shalom Ben-Horin kennenlernen. Er war damals schon fast 98, ein Weggefährte Martin Bubers in München. Ich war damals 18, 19, als ich ihn kennenlernte, der einfach von der Bedeutung des kritischen Denkens sprach, der mir einige von ihm verfasste, sehr interessante Bücher über das Christentum aus jüdischer Sicht mitgab und der mich auch damals immer wieder darauf hinwies, einfach aus seinem fast 100-jährigen Leben, der das 20. Jahrhundert in all seinen Abgründen miterlebt hatte, keine Denk- und Redeverbote. Und das, was wir gegenwärtig vielleicht erleben, ist, was Max Weber einmal, wovor er warnte, nämlich er machte den ganz deutlichen Unterschied zwischen der Gesinnungsethik
und der Verantwortungsethik. Gesinnungsethik reduziert sich darauf, mit Anspruch auf Moralität die Oberhoheit für sich zu beanspruchen, welche immer auch diese Moralität, aus welchen Hintergründen auch immer sie genährt sein mag. Die, die das reife Leben mitbringt und wie man junge Menschen eben auch auf dem Weg zur Reife begleiten sollte, ist vielmehr die der Verantwortungsethik, die ich heute in vielen Entscheidungen, gerade auch in Berlin, vermisse. Nämlich Verantwortungsethik bedeutet, alle Folgen einer Entscheidung durchzudenken und eben die Verantwortung hierfür zu übernehmen. Und es gilt... Vielen Dank. Und es gilt, glaube ich, genau diese Leitsätze weiter zu vermitteln. Mit einem kleinen Wortspiel noch zum Ende. Der Begriff Orientierung kommt von Orient, ex oriente lux. Also von dort hat uns das Alphabet, der Ackerbau, die Seife eingeholt. Gegenwärtig sind es einfach auch die vielen, vielen Verwerfungen, die sich hier abspielen, die eben auch uns beschäftigen. Und ich glaube, wir werden in dieser Orient-Okzident-Begegnung wahrscheinlich einfach auch nur entsprechend mit Würde und Anstand bestehen können, wenn wir eben die Verantwortungsethik richtig verstehen und uns nicht falsch orientieren. Ich danke Ihnen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlich, liebe Gastgeber, und vielen Dank. Und ich glaube, es wurde auch ein Büchertisch, glaube ich, ausgerichtet. Wenn jemand eine Signierung haben möchte, ich bin noch da und stehe Ihnen gerne zur Verfügung. Ich wünsche Ihnen für das laufende Semester alles, alles Gute, für die nächsten jungen Leute, die Sie bekommen in Ihre Schulklassen, auch von Herzen alles Gute. Ich fürchte, es werden mehr noch werden. Das ist mir jetzt vorhin, hatte ich das vergessen, noch einzufügen. Ich hatte letzte Woche, bin ich eingesprungen zum Übersetzen. Es sind im Moment 8- bis 12-jährige Buben unterwegs, die mit einem älteren Bruder oder Cousin kommen, in Reaktion auf das neue Asylgesetz von wegen verschärfter Familiennachzug, den ich vollkommen nachvollziehen kann, warum das so neu normiert wurde. Aber nachdem Kinder davon ausgenommen sind, fürchte ich, dass sie nicht nur mit den 1100 kleinen Schülerinnen und Schülern zu tun haben werden, sondern mit unbegleiteten Kindern, nicht unbegleiteten Minderjährigen. Das ist ein Unterschied, ob jemand 8 ist oder 16. Ja, also das sind die Entwicklungen, die gegenwärtig im Gange sind, und ich kann Ihnen dafür nur viel Zuversicht wünschen, ausreichend Leute, ausreichend gute Leute, die der arabischen Sprache mächtig sind, die fehlen uns nämlich auch, und da wird, glaube ich, auch von wohlmeinenden Experten zu viel eingefordert seitens der Lehrerschaft. Ich danke Ihnen recht herzlich. We'll be right back.